Du hast dein Licht wieder. Ich weiß nicht, wie du es angestellt hast, aber ich freue mich. Wir werden es brauchen. Hier draußen sind viel mehr Überlebende und sie brauchen deine Hilfe. Alle sollten wissen, dass die Farm sicher ist. Ich habe vor ein paar Stunden einen Freund in die ETZ geschickt, um ein Comm-Netzwerk aufzubauen. Er heißt Devrim Kane. Cooler Typ. Guter Schütze. Das habe ich niemals gesagt. Tu mir doch bitte einen Gefallen und geh ihm zur Hand. Natürlich, gern. Jetzt mir gleich nochmal eine bessere Ausrüstung holen, ne? Eigentlich schon. Ach, ich bin mal so ein Idiot. Ich glaube, das ist was Gutes. Auch wenn das Geldverschwendung ist, Geld habe ich ja genug. Ein Clan ist eine Familie, die man sich auswählt. Devrim, altes Haus. Darüber haben wir doch gesprochen. Den behalten. Dein Familienname steht nicht auf dem Spiel. Ein Clan ist eine Familie, die man sich auswählt. Mit jeder neuen Bedrohung gilt es, einen neuen Kader an Hüter zu stellen. Lustiger Kerl, was? Hat mich an das eine Mal mit dir und dem Raben erinnert. Hast du den Granatenwurf gesehen? Der ist deine Gefahr. Du bist es. Du und ich waren zusammen, als der Turm in Flammen stand. Und nun bist du hier. Dein Licht brennt uns einen Pfad, der dir viele Schlachten bringen wird. Schlachten, die nur du gewinnen kannst. Der Schmelztiegel von Lord Chex wird dich vorbereiten. Sollte dir in meiner Arena ein Titan den Weg versperren, zermalme ihn. Wenn ein Jäger dich konfrontiert, zerbrich ihre Klinge. Falls ein Warlord spricht, soll er an seinen Worten verschlucken. Es gibt nur einen Weg zum Sieg, Hüter. Wir sehen uns auf dem Schlachtfeld. In 10 Jahren vielleicht. Wo habe ich die denn? Halt mal. Alle Schlachten sind nur Lektionen, Hüter. Hä? Ich muss hier den ganzen Schmerz. Wusstet ihr, dass das Inventar Account charakterübergreifend ist? Ist es. Das ist es. Ist charakterübergreifend das Inventar. Die Vorhut ja, genau das gleiche Inventar. Ich habe alle Mods, alle Verbrauchsgegenstände habe ich gerade bei meinem neuen Charakter. Und alle Shader. Alles. Krass. Wusste ich gar nicht, dass es charakterübergreifend ist. Gut zu wissen aber. Aber eins ist sicher. Du kannst keine Warlock-Ausrüstung in einen Titan reinjagen, ja? Ja, beim alten ging es ja beim Destiny 1. Also ist nicht unbedingt klar. Aber gut, egal. Schade eigentlich. Ja, man sau schnell wieder weit oben. Was geht? Was siehst du, wenn du dir die Phantomstätte auf dem Mars anschaust? Ich sehe den Schmelztiegel. Die goldenen Kisten, hast du die schon eingesammelt? Sehr gut. Kannst jetzt damit anfangen. Halt mal was bitte? Dir sind sie nicht aufgefallen? Okay. Die goldenen Kisten sind diese Kreuze mit dem Punkt in der Mitte. Musst ein bisschen danach suchen, aber kannst du auf der Karte sehen.
Da kriegst du immer drei der jeweiligen Sachen raus. Also ETZ oder Nessus oder was will ich, ich bin tot. Werd nicht übermütig, nur weil deine Kräfte zurück sind. Die ETZ hat's in sich, besonders bei der alten Stadt. Denk dran. Die Flüchtlinge aus der Stadt sind schlimmer dran. Wenn du ihnen helfen willst, finde Devrim Kay. Ja, kann sein. Musste mal gucken. Aber ich würde es dir raten, die einzusammeln, weil dadurch kannst du dein Lichtlevel sauschnell hoch machen. Deswegen bin ich innerhalb von 3 Tagen von 200 auf 287 gestiegen. Ne, 4 Tagen. Oder warte mal, ich habe am Montag, Sonntag angefangen. Ne, sogar 6 Tage, Entschuldigung. Aber ich habe Was? Das mit dem, was ich gesagt habe, mit dem Zeug? Ja, das habe ich erst gemacht, wenn ich wirklich es gebraucht habe. Also ab 265 habe ich das auch erst gemacht. Und wie gesagt, innerhalb einer Woche schafft man locker sehr weit hochzukommen. Ja, ja, das war bei mir ja auch so. Innerhalb von 3 Tagen war ich auch so hoch. Aber ich habe jetzt noch, ab 265 dauert es ja länger, ne? Das dauert ja wirklich nicht lang, um weit hochzukommen. Ja. Das stimmt schon. Aber wie gesagt, in Goldkisten kann man sich sehr gut powerleveln. Bitte. Ein Gast. Und ich habe keinen Tee, den ich anbieten kann. Du wirst es überleben. Devrim Kay, der 8. Stadtmiliz, als es noch eine Stadt gab, stets zu Diensten. Nun diene ich meiner guten Freundin Soraya Hawthorne. Tagespunkt 1, kontaktiere andere Flüchtlinge und berichte ihnen von der Farm. Wir müssen also ein Kommunikationsnetzwerk aufbauen. Und ich dachte, ich wäre ein guter Schütze, aber die Gefallenen machen es mir nicht leicht. Ich bin sicher, dass du dich dem Feind annehmen kannst. Ich weiß, was Hüter drauf haben. Okay. Ich glaube, wir sollten unsere Waffen für uns sprechen lassen. Oder? Eine gute Wahl. Raus damit. Was liegt dir auf dem Herzen? Ich lade mich gleich tot.
Scheißegal. Ja, willkommen Gaming. Ja, ich hatte ein bisschen Stress, keine Lust wirklich zu streamen und so weiter, deswegen, ja. Es ist eben jetzt lange kein Stream mehr gewesen, aber jetzt eben hatte ich mal erstens wieder Bock und zweitens, das hier muss man mal streamen. Es kamen ja lange keine guten Spiele mehr raus, die mich wirklich interessiert haben. Also ich muss sagen, Destiny 2 haben sie eigentlich ganz nett gemacht. PvP haben sie zwar versaut, aber naja, sonst ist ganz gut. Ist echt nicht schlecht, also muss ich echt sagen. Oh Gott, schon wieder so ein Müll. Du kriegst eigentlich immer nur Müll. PvP haben sie nicht so gemacht, man kann nur noch schnelles Spiel spielen. Man kann ja nicht irgendeinen Modus auswählen, sondern kann nur wirklich das spielen, was ihm zufällig kommt. Und das finde ich zum Beispiel beim PvP sowieso scheiße. Aber na gut, was soll's. In der Zentralebene hängt ein Banner. Sieh dir das mal an. Das ist das Symbol des Hauses des Urteils. Ganz genau, Game. Wir haben mal mit einem Gefallenen zusammengearbeitet, der diesem Banner entflohen ist. Interessant. Scheint, als ob die Gefallenen es als eine Art Drohung aufgehängt haben. Ich kann mir vorstellen, dass man da draußen viel findet, wo eine Story dahinter steckt. Wir beide brauchen alles, was wir finden können. Guck mal, ob du in einem der Gebäude ein Depot findest. Dann mach ich mir lieber leichter. ETZ, Titan, Mayo. Was auch positiv ist, Gaming, das Inventar ist charakterübergreifend. Ich habe jetzt genau die gleichen Sachen wie bei meinem ersten Char. Muss ich echt sagen, geile Idee.